Ich schwimme einfach mal der Anna hinterher. Die wird schon wissen, wo es lang geht. Das dachte ich mir auch gerade. Ist die einzige, die hier baden geht. Ich habe Übung im Baden gehen. Ja. Ich schwimme in die falsche Richtung. Moment, wir müssen hier lang. Nice. Guter Anfang. So viel dazu. Dann haben wir hier, Hasti ist Matthias. Hallo. Den Heiko haben wir hier noch. Hallo, Heiko? So. Hallo. Wir werden alle mal einen Meter hoch springen können. Die Moni haben wir hier. Mona, oder? Mona. Ja. Entschuldigung. Nichts. So, alles gut. Den Philipp. Den man nicht sieht, okay. Ja. Alex ist hier noch. Moin, Leute. Und Chris haben wir hier noch. Hallo. Wenn man Sachen erntet oder Bäume fällt oder so, dass wir irgendwie versuchen, darauf zu achten, nicht alles auszurotten in dem Sinne, weil wenn man noch Sachen stehen lässt, dann wachsen die nach. Aber wenn man alles mitnimmt, dann existiert das nicht mehr. Dann wächst es auch nicht mehr. Wollte ich auch gerade fragen, ja, weil wir können ja noch keine Gesetze verabschieden, die bestimmte Tier- oder Pflanzenarten schützen und könnten theoretisch die komplette Vegetation und Flora und Fauna ausrotten. Ja. Na, ist doch gut, dann muss ich mich beeilen jetzt, bis die Gesetze kommen. Man kann sich später auch skillen, ne? Also so Berufe erlernen wie Holzfäller und so. Genau. Ja. Ich werde Anwalt. Das wird uns helfen. Autoverkäufer. Nee, genau. Ich baue Parkplätze. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit, Leute. Okay, sehr schön. So, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Heute spielen wir zusammen Echo und ich glaube, wenn alles richtig gelaufen ist, dann habe ich euch den Anfang oder den Start in die Welt so leicht zusammengeschnitten und gezeigt. Und jetzt haben wir uns hier schon unser Gebiet aufgebaut. Oh, ich hoffe, unser Camp geht nicht kaputt. Okay, schien gut gegangen zu sein. Genau, ich habe jetzt hier erstmal Holz gefällt und das packe ich auch direkt in mein Lager. Oh. Wenn ich denn weiß, wie das funktioniert. So? Ah, okay. Mit Rechtsklick. Ich muss wieder mal in die Steuerung reinkommen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich Echo überhaupt gespielt habe. Und es hat sich einiges verändert seit dem Zeitpunkt. Ich habe das Tutorial hier noch nicht zu Ende gespielt. Das bedeutet, wir starten... Oh Mann, das hole ich da jetzt nicht wieder hoch. Wir starten jetzt quasi gemeinsam in das Spiel. Okay, das ist gerade hier nicht so praktisch. So. Und das Coolste ist, wir spielen diesmal nicht alleine, sondern wir spielen auf einem Server mit vielen anderen zusammen. Und genau, die werden wir dann zwischenzeitlich auch mal besuchen gehen und mit dem Ingame-Chat einfach mal anquatschen. Oder es kommt hier einfach einer vorbei. Und zwar sind die hier in dem Bereich, ups, angesiedelt. Also hier vorne ist der Phil und Chris. Hier ist die Bademöhre, das ist Anna. Hastis Namen habe ich leider aktuell vergessen. Ist aber alles nicht schlimm. Weil ich denke mal, ich habe euch die, wenn alles geklappt hat, die Vorstellrunde reingeschnitten. Und dann hat man dort jeden nochmal erklärt, wer ist. Oh, das da hinten hat man gerade ganz leise einen Baum fallen hören. Ich hoffe, die Spielsounds sind überhaupt etwas zu hören. Ich habe jetzt hier schon so ein kleines Lager, sage ich mal. Und wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass ich das Tutorial hier zu Ende spiele. Suche nach Nahrung. Ich brauche noch Rüben. Okay. Eigentum anzeigen. Genau, okay. Rechtsklick auf mein Grundstück. Rechtsklick auf mein Grundstück. Dann passiert nichts, wenn ich Rechtsklick auf mein Grundstück mache. Achso, ja, hier. Berechtigung. Und zwar... Ja. Settings everyone. Also hier, bei mir kann ruhig jeder mein Zelt mitbenutzen. Ist kein Problem für mich. So, das habe ich jetzt gemacht. Aber scheinbar war das noch nicht die Quest, die ich hier machen soll.
Klicken auf das. Ah, okay, okay. So. Ah, okay. Wer ist berechtigt? Okay. Und hier kann ich auf Anyone drücken. Super. Das wäre jetzt erledigt. Ich bin Farbe Türkis. Jawohl. Oder, ja gut, das ist jetzt ein Hellblau geworden, eher. So. Alles klar. Und die nächste Quest. Öffne dein Zelt. Haben wir? Navigiere zu der Registerkarte Lager. Und Steinaxt sollen wir nehmen. Na gut, das wird jetzt nicht möglich sein, weil wir haben die Steinaxt schon. Hat das geklappt? Ah, okay, unselected. Alles klar. So, jetzt habe ich es auch ausgerüstet. Müssen wir noch etwas machen? Natürlich können wir das Tutorial auch überspringen, aber ich würde es gerne nochmal spielen. Schlage gegen den Baum, bis er umfällt. Alles klar, dann machen wir das mal. Genau, ich würde das Tutorial gerne noch einmal spielen, weil das schon Ewigkeiten her ist, dass ich das Spiel überhaupt gespielt habe. Und dann schauen wir mal, wie weit wir diesmal kommen. Ich hatte das Let's Play zu dem Spiel ursprünglich mal als Solo-Let's Play geplant. Allerdings kam Phil dann vor kurzem auf mich zu und meinte, hey, wie sieht's aus? Hast du Lust auf so ein, ja, ich sag mal Community-Event? Nee, nicht Community-Event, so ein Gruppen-Let's Play mal aufzunehmen. Ja, und ich sagte, selbstverständlich, weil ich da auch echt Lust drauf hatte. Aufgabe abgeschlossen, schauen wir mal. Okay, und jetzt das noch einmal verarbeiten. Ja. Erstmal muss ich... Öffne das Zelt, indem du E drückst. Kann ich das hier reinlegen? Nein. Das Rezept für die... Achso, Herstellung. Ah, Workbench. Herstellen. Ist jetzt wieder Platz im Lagerplatz? Jawohl. Aber noch nicht allzu viel. Okay, Campfire kann ich noch nicht. Dafür brauche ich Stein. Das ist unpraktisch. Aber nicht schlimm. So, dafür kann ich aber dieses Zeug hier in meinen Lagerplatz tun. Das brauche ich nämlich nicht. Genau. Und das restliche Holz lege ich erstmal hier ab. So, schön gestapelt. Jetzt ist es noch Nacht. Ich denke mal, die anderen werden nicht schlafen gehen. Deswegen genießen wir einfach mal die Nachtluft. Oder vielleicht gehen die auch gerade schlafen, aber ich merke das natürlich nicht, weil ich nicht mehr im TeamSpeak bin. So. Aha, hier. Hier ist jetzt meine Workbench. Also meine Werkbank. Und ich platziere die mal hier hin. So, jetzt kann ich hier auswählen, auf welches Lager die Werkbank zugreifen darf. Und was holen wir uns als erstes? Ein Lager bräuchten wir. Gibt es hier so etwas? Hier, Stockpile. Das klingt doch nach einem Lager. Und davon stellen wir auch direkt mal eins her. Was bräuchten wir noch? Pfeile, Bogen? Ja, noch nicht. Carpentry Table. Geil, man kann auch so eine Kürbislaterne bauen. Construction Post, okay. Hier, so eine Rampe werden wir uns später auf jeden Fall bauen, weil wir sind auf einem Berg drauf. Alles klar. Und dann sollen wir hier... Ah, okay. Dann soll man hier noch Bauholz herstellen. Dann mache ich das mal, so viel es geht. Gibt es keine Schnelltaste dafür? Scheinbar nicht. Alles klar. So, und herstellen. So, jetzt kann ich das Holz hier wieder aufnehmen. Oh. Jedes einzeln hier. So, und dann kann ich das hier platzieren. Okay, erstmal packe ich die Anzeige hier weg. Dann Land beanspruchen. Hol dir einen Grundstückspfosten, alles klar. Dann machen wir das auch mal fix. Hier haben wir den Grundstückspfosten. Und dann kann ich hier... Ah, okay. Bis hierhin habe ich jetzt schon das Land beansprucht. Und wenn ich jetzt hier
noch den Grundstück zu... Ah, alles klar. Hammer, das ist jetzt auch Teil meines Grundstücks. So, und hier mache ich das auch mal. Zack. Jawohl. Schon mal ein astreiner Campingplatz. Jetzt packe ich den Pfosten hier wieder weg. Erstmal, ich weiß nicht, so eine Sichel wäre ganz nice, damit ich hier das ganze Unkraut mal wegmachen kann. Oder was heißt Unkraut hier, die ganzen Pflanzen? Die benötige ich gerade nicht. Schauen wir mal, wie weit das hier ist. Ah, okay. Das ist jetzt fertig. Da. Jetzt kann ich das auch platzieren. Oh, das ist aber echt schon ein großes Lager. Platzieren. Ah, es ist blockiert. Alles klar. Schauen wir, weswegen. Gut, wegen dem ganzen Zeug hier. Ah. Das klappt auch. Und jetzt den hier noch. Mal schauen, ob das auch klappt. Oder ob wir dafür besonderes Werkzeug brauchen. Boah, das ist ja echt lang. Okay. Gut, das hat auch geklappt. Zack, platzieren. Jawohl, das nenne ich erstmal ein ordentliches Lager. Schauen wir mal, Lagerplatz. Der ist auch verbunden mit den anderen. Wunderbar. Jetzt brauchen wir uns keine Sorgen mehr darüber machen. Jetzt müssten wir hier auch schon langsam... Habe ich hier nicht gerade Schritte gehört? Egal. Achso, hier. Jawohl, das haben wir auch erledigt. Das kann wieder rein. Brauche ich nicht. Kann ich das umbenennen? Nee, geht nicht. So, und jetzt soll ich noch irgendwas bauen. Alles klar, wenn ich einen Hammer habe, dann kann ich auch quasi ein Haus bauen. Okay. Ah, alles klar, man darf nur zwei aufeinanderfolgende Öffnungen haben. Okay. Keine Löcher im Dach, alles klar. Steinhammer. Gut. Da haben wir den Steinhammer. Boah, die Steuerung ist noch so ungewohnt für mich. Das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Select the block. Alles klar. Hallo? Ah ja, okay. Ich war gerade so ähnlich wie rausgetappt. So. Shift. Wenn ich jetzt Shift drücke, dann kann ich aussuchen, was ich bauen möchte. Alles klar. Floor, das wäre dann der Boden. Cube, okay. Ja gut, Floor wäre schon ganz cool, aber ich würde das gerne ebenerdig bauen. Also packe ich das hier mal wieder zurück. Dann mache ich das mal anders. Hole ich mal die Schaufel noch ran. Ah, alles klar. Ziele auf den Boden und halte die linke Maustaste, bis die Schaufel voll ist. Zack. Ja, das ist anders als bei Minecraft hier. Hier muss man jeden Erdklotz quasi einzeln bewegen. So. Okay. Ich glaube, ich packe das erstmal ins Lager. Brauchen wir Dirt dafür? Weiß ich gar nicht. Also Erde. So, okay. Und jetzt haben wir hier noch etwas. Sammle mehr Holz, verarbeite dies und schließe den Baum eines Raumes ab. Alles klar. Und eine Rübe. Machen wir uns erstmal auf die Suche nach einer Rübe. So, und zwar kann man dafür die Map hier benutzen. Korn, das brauche ich hier nicht. Diesen Wegpunkt kann ich wegmachen. Gut, das sollte ich mal lassen. Das sind meine Wegpunkte. Brauche ich aber nicht andauernd angezeigt bekommen. Obwohl, doch, das Camp schon. Umweltdaten. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, nach Pflanzen zu suchen. Und jetzt gucken wir mal, wo Korn ist. Ah, ne. Korn brauchen wir gar nicht, ne? Rübe. Rübe, das müsste Beets sein. So. Beets. Alles klar. Hier könnte ich welche finden. Dann gehen wir mal beim Hoshi da vorbei. Und gucken, ob wir dort etwas finden. Das müsste dann in dieser Richtung liegen. Ja, okay. Nicht wundern, das ist schon der Laufmodus. Also schneller werde ich leider erstmal nicht.
Es liegt daran, dass hier so viel Gestrüpp und Pflanzen sind. Und durch diese bewegt man sich dementsprechend auch langsam. So, das Ernten bringt mir gerade alles noch nichts, weil ich das Tutorial quasi noch nicht abgeschlossen habe. So, ein klein Stückchen weiter rechts hier müssten dann Rüben sein. Ah. Hier? Nein. Okay, hier sind Tomaten. Rüben. Okay, hier müssten die eigentlich sein. Oh, hier ist ein kleiner Fuchs. Ah, wunderbar. Alles klar. Das mit den Rüben habe ich jetzt auch abgeschlossen. Und jetzt essen. Muss man da machen? Ah, die Nährwertanzeige, alles klar. Genau. Wunderbar. Genau, hier muss man auch auf die Nährwerte achten, die man zu sich nimmt, damit das alles relativ ausgeglichen bleibt. Zum Beispiel habe ich scheinbar sehr viel Kohlenhydrate, sehr wenig Proteine zu mir genommen. Dafür aber viele Vitamine und wenig Fett. Es soll aber ausgeglichen sein, wenn es geht. Fahre mit der Maus übers Essen. So, ich habe hier einen Kürbis am Start. Gut. Ist kohlenhydrathaltige Nahrung? Kohlenhydrathaltig. So ein Kürbis. Oder Mais? Ja. Habe ich. Und fetthaltige Nahrung. Fett. Okay. Ah, hier. Die Rübe hat Fett. Okay, wunderbar. Es hat geklappt. Hier kommt gerade ein Bison zu Besuch. Wow. Bei uns lebt hier einiges an Tieren. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt am besten weiterkommen. So, die nächste Mission wäre, auch schon unser Schlafplatz auszubauen, also ein Haus zu bauen. Ja. Wie das am besten klappt, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall hier den Boden ein bisschen ausheben, damit ich das ebenerdig bauen kann, das Haus. Und ich glaube, ich werde das auch hier bauen, damit ich hier auf dem Hügel weiterbleibe. So, das hier kommt weg. Jetzt werde ich ein bisschen Holz fällen und unten links könnt ihr schon sehen, wie meine Nahrungsleiste sinkt. Okay. Moment mal, ich probiere gleich mal was anderes aus. Ich lese mir hier durch, was ich noch machen soll mit dem Haus. Weil das mit dem Haus wird schon schaffbar sein, aber ich habe Angst, dass ich bis dahin die ganze Zeit keine Erfahrung bekomme und das würde mich natürlich... Bearbeite diese und schließe den Baum des Raumes durch Wände und eine Decke ab. Ja, das mache ich schon mal nicht. Die Aufgabe überspringe ich mal. So, dann habe ich hier noch eine Discord-Aufgabe, die überspringe ich auch. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich bekomme mit der Zeit Erfahrung, okay. Ach, sogar wenn ich ausgelockt bin. Nice. Super, alles klar. Wenn ich ein vernünftiges Haus baue, dann kriege ich also mehr Erfahrung und durch Nahrung auch. Okay, und mit den Levelaufstiegen kann ich mir dann verschiedene Fähigkeiten aneignen. Öffne das Spezialisierungsmenü. Das wird dann wohl das hier sein. So, Zimmermann. Habe ich hier Spezialisierung sind Berufsgruppen. Ja, welchen Beruf sollte ich nehmen? Ich glaube, am Anfang wäre Zimmermann oder... Ja, Landwirt wäre natürlich auch super. Holzfällen. Ah, Holzfällen klingt gut. Holzfällen kann ich aber noch nicht machen, oder? Doch. Okay. Okay, das habe ich gemacht. Wie wären große Vorteile? Alles klar. Ah, okay. Je besser ich werde, desto mehr Vorteile werde ich hier natürlich sammeln. Hammer.
führe mit einer Spezialisierung zusammenhängende Aktion aus. Ah, ich habe hier eine Eisenaxt. Gut, dann packe ich die andere, die Steinaxt mal hier weg. Lagerplatz, Steinaxt kommt weg. Eisenaxt, jawohl. Damit kommen wir bestimmt gut voran. Wie kann ich... Hallo? Achso, ja. Ja, das mit der Steuerung wird erstmal eine ganz krasse Umgewöhnung sein. Und dass die Sachen hier auch einfach offen bleiben. Okay, so. Okay. Ja, das ging schon ganz gut. Aber... Oh, jetzt hat man, glaube ich, einen Krankenwagen ganz laut hier gehört. Bei mir. Okay, unser Lager füllt sich langsam. Unsere Nahrung neigt sich langsam dem Ende zu. Okay, da müssen wir auch gleich mal schauen, wie wir am besten unser Überleben sichern. Und wir brauchen scheinbar Fleisch. Weil Proteine haben wir schon gar keine mehr aktuell. So, das. So, hier ist noch ein bisschen Baum. Genau, den hatten wir auch noch gefällt. Und gleich muss ich mal hier schauen, dass ich... oh, hier ist... Wow, wir waren ja richtig fleißig. So fleißig hatte ich uns hier gar nicht in Erinnerung. So, die ersten 40 Minuten haben wir schon hinter uns. Also ich glaube, aber die Folge wird nicht komplett 40 Minuten dauern, sondern ich denke, das werde ich alles in einer Folge verpacken, sodass es auch einen recht zügigen Fortschritt hier für euch gibt. Ah, okay, jetzt bin ich zu hungrig, als würde ich arbeiten können. Dann schauen wir mal. Gut, Mais habe ich jetzt alles... Habe ich alles abgelegt oder habe ich alles gegessen? Gut, esse ich mal ein bisschen Kürbis. Und jetzt... Was kann ich hier machen? Carpentry Table. Dafür brauche ich aber Stein. Okay. 30 Stein. Wie kriege ich Stein? Basalt. So. Schiefer? Nee, das ist es auch nicht. Krass, wie kriege ich denn Stein hier zu... So, das war's hier heute für den Anfang. Das ist die erste Folge von noch einigen, die kommen werden, weil insgesamt habe ich 3 Stunden Rohmaterial. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Zeit und bis dann.